Bright Red. Okay, das ist Bright Red. Also vielleicht gelingt es uns, das erste Kupfer zu schmelzen. Dann haben wir ja ein kleines Erfolgserlebnis. Aye. Bright Red, ein Stern. So, jetzt hier. Ich mache jetzt eine Säge, Tim, oder? Ja, mach eine Säge. Säge ist halt tiptop wichtig und ja. So. Shrink, 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 pupink. Bright Red, zwei Sterne. Hit, hit. Okay, das kriege ich hin. So, Säge, 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 Pupege. Wir haben eine Säge. Es ist eine Säge, Tim, es ist eine Säge. Tatsächlich, zeig mal. Yo, Harry. Da und dann dort und dann hier und dann... Nee, das war falsch. Nein, die Hand. So. Ja, langsam, langsam. Oh, Kacke. Es ist eine Säge. Siehst du? Oh, es sieht ganz sägig aus. Ganz schön sägig. Okay, wir haben wieder eine Säge. Ich habe das Gefühl, es wird nicht heißer als Bright Red 2 Sterne. Weiß auch nicht, Timsche. Ist jetzt die Temperatur noch mal ein bisschen hoch. Vielleicht bräuchten wir auch noch eine dritten Bellow hier oder so. Also von hinten noch anblasen. Naja, wäre theoretisch möglich, hä? Ja, könnte schon sein. Bellow, 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 wo bist denn du? Hatten wir nicht irgendwo, da ist doch Leder, genau so, Leder. Okay, was war denn da in der Mitte nochmal? Da war doch hier außen war doch Leder oder so, gell? So nee, ich glaube, in der Mitte war Leder und außen war Holz? Holz, ja, Planken. Planken? Ja. Nee, die anderen, die Plank-Planken. Achso, nicht Plank-Block, sondern Plank-Plank-Pop-Hank. Genau. Sequoia-Chestnut. Mist. Dann machen wir doch geschwind mal. Was hast du vor, Käse? Ja, ich habe halt nur noch Sequoia-Planken. Sequoia ist aber das Einzige, was wir nicht als nachwachsende Ressource haben. Deswegen mag ich die jetzt nicht dafür verbraten. Noch vier Douglas 4. Was ist denn das hier? Du Glas, ihr da, die nehme ich mal hier. So. Okay, ich habe irgendwas, ja. Und dann mal geschwind. Nein, so war es auch nicht. War das irgendwie so vielleicht? Oder war hier noch irgendwie irgendwas oder so? So vielleicht? Nee, auch nicht. Ach, scheiße. Ich glaube, ich weiß nicht. Krieg's nicht mehr hin. Ja. Müssen wir nachgucken. Machen wir. Machen wir beim nächsten Mal. Ja, ja. Es eilt ja nicht. Es eilt ja nicht. Nicht außer, wahr? Dass unsere Eiche verbrennt. Eilt es nicht. Die gute alte Eiche. Man hat's ja nicht, wahr? Also, es sieht so aus, als ob die Eiche auch nicht genug Temperatur erzeugt, um hier das. Die bringt's auch nicht so. Nee. Herrje. Das kommt mal wieder raus. Jetzt kälter. Oh ja, die Tomate. Geil. Fett, oder? Wie man sich über so eine Tomate freuen kann. Ja. Ah, ja, ein Traum. Ich find's auch gut. So, was ist jetzt? Was wollte ich jetzt? Was mache ich jetzt? Hast du die? Haben wir noch Gravel, um die Slusen zu füttern? Nein. Ich habe ernsthaft alles verbraten, ja. Das müssen wir auch bald mal wieder machen, ohne Graveln gehen. Aber da ist noch hier in unserem Tümpel hier rechts ist doch noch Gravel auf dem Boden. Den können wir mal abernten, den Gravel. Okay, machen wir. Sozusagen. Da hinten? Nee, nicht der, sondern der andere, glaube ich, da. Auf dem Weg zum Schacht. Der Weg zum Schacht. Der Schachttümpel, ja. Bin schon auf dem Weg. Der hat, glaube ich, ein bisschen noch, ja. So, ja, ja. Hä, wo habe ich denn nur den Sycamore-Sapling hin? Ich... Trottelchen. Nee, hier ist nix. Hä? Was? Nein, nein, nein. Geh zurück. Der Kleine da links jetzt gleich. Leider da links jetzt gleich. Da. Da. Siehst du? Alles voll. Ja. Das ist ein Tauchgravel. Ja, so ist das manchmal nicht wahr. Okay, ich kann dir. Ach nee, jetzt habe ich natürlich. Ach nee. Was dann? Ja, jetzt habe ich halt auch keine Schaufel mehr. Ich habe jetzt hier so viel geschaufelt, dass jetzt hier Schluss ist mit allem. Muss ich erstmal wieder Schaufelköpfchen machen. Bin auf dem Weg. So, zwei sollen reichen, nicht wahr? Hast du? Ja. Schade, dass das jetzt mit den zwei anderen Slussen nicht funktioniert. Das wäre natürlich cool. Gell? Ups. Wie mein? Naja, wenn wir jetzt noch zwei mehr anwerfen könnten halt, ne? Ja, ja, das wäre cool, ja. Da hast du ja recht, ja. So. Ach, hier haben wir aber auch wieder ein bisschen Bismut drin.
Juhu! Und juhu. Hier auch. Okay, immerhin. Jede Menge Scheiß. Klunker. Klunker, Popunker? Ja. Na komm schon. So. Vielleicht nicht ganz. Okay. Ach ja. Und hier haben wir noch mehr Kupfer. Timsche, Timsche, das war ja wirklich ein Ausflug. Ja, es war halt spannend. Ja. Naja gut, ja, passiert. Dann können wir jetzt mal die Zuschauer bedienen, denen es zu langweilig war bisher. Ja. Ist ja auch in der Tat nicht viel passiert. Diesmal war es vielleicht etwas spannender, hoffentlich. Oder doch, eine Sluice hast du doch hier reingebaut. Hattest du noch eine? Ja, eine habe ich gebaut, ja. Ach so, und die andere hat dann nicht funktioniert, oder was? Nö, ich habe einfach nur eine gebaut halt. Du hast mir halt von einer was gesagt und das habe ich gemacht und mehr. Ach so. Mehr wusste ich nicht. Ich habe hier noch eine. Noch eine? Ja. Ja, gut, ja. Dann, wenn du Plank-Blocks hast und Stöckchen, dann kannst du die auch geschwind selber zaubern, wenn du magst. Okay. Ja. Warte, Plank-Blocks und Stöckchen brauche ich. Yes. Okay, so, hier ist jetzt ausgeschachtet. Wie viel Plank-Blocks brauche ich denn? Ah, nee, hier ist noch einer. Nur zwei. Nur zwei? Jo, nur zwei. Okay, und nu? Stöckchen von links unten nach rechts oben. Und in die unteren beiden drei meinte ich, kommen die, genau. Nee. Ups. So? Vielleicht sind's. Nee, nein, nein, nein. Ja. Nein, nein, das war schon richtig. Dann sind es halt nicht Blöcke, sondern doch nur Dings. Vielleicht. Planken? Vielleicht waren es doch nur Planken, ne? Ach, das ist ein bisschen schwierig, dass es jetzt beides gibt, finde ich nicht so überzeugend. Ah ja, das sind Planken. Okay. So. Dann setze ich die mal noch schnell. Du hast noch ein bisschen Gravel-Käse? Leck. Jetzt habe ich Gravel, ja. Okay. Wunderbar. Ich habe ordentlich gegravelt. Da ist jetzt leergeräumte Tümpel. Da ist jetzt nichts mehr drin. Ach je. Und wie setze ich die? Ja, da, genau. Okay. Genau so. Tschakka. So, dann bringe ich mal unsere Besitztümer, unsere Reichtümer mal in unsere Schublade hier. Jo, mach das mal, ja. Oh Mann. Das frustriert mich schon immer noch bis sie irgendwie. Oh, da gab's ein Sämlein. Ey, die Säge haben wir ja schon wieder ersetzt. Ja, aber halt, weißt du, ich meine, halt mit dem Kram, den wir halt, naja, okay, egal. Ja, haben wir mal was anderes gemacht. So war's halt, ne? Ja. Ach, du blödes Gras, kannst du mal aufhören zu wachsen hier. Ich hätte gern Rasenmäher oder irgendwie so Insektizid. Ja, komm, wir machen eine Folge, wo wir Rasen mähen. Insektizid, sage ich schon. Dings da, was ist das? Herbizid. Herbizid, Pflanzenvernichtungsmittel. Ja, ja, total krass. Kriegen wir irgendwas. Pumps die DDT oder so. Holz braucht der Mensch. Hast du noch ein bisschen Douglasio, Timsche? Ich habe nur noch Spruce, ein kleines. Ach nee, ich habe noch Eiche, ich habe noch Willow. Reicht dir Willow? Ja, bestimmt. Ich glaube, für normales Dings da reicht das schon. Ja, yeah, Willow. Was habe ich hier? Cabbage Seeds, cool. Wollen wir eigentlich noch ein bisschen seeden, Timsche? Von mir aus. Also ich habe hier Cabbage. Wir wollen noch hier, die Pepper wollen wir noch anbauen hier. Hast du Pepper? Ich habe hier eine Knobi Red Bell Pepper haben wir, ja. Okay. Cool. Sehr cool. Vier Stück an der Zahl und ein bisschen Oatmeal, ein bisschen Barley, aber kriege ich daraus auch Seeds? Nee, brauche ich dafür das. Wie war das mit dem Messer? Können wir doch hier irgendwie Barley Grain machen. Probiere ich mal aus. Gucken wir mal, was wir mit dem Grain jetzt anstellen können. Damit irgendwie. Ah ja, sieh an, Barley Seeds. Okay, top. Sehr gut. Upsa. Okay, wo wollen wir denn pflanzen? Kann ja, ich habe doch. Die habe ich ja. Okay. Wir haben doch hier. Also das stört mich hier irgendwie auch. Das ist so ein Kackbeet hier, das wollen wir nicht. Geh doch mal, hä? Kackbeet? Naja, da habe ich irgendwie die Hoe halt ausprobiert oder so. So. Das gefällt mir aber nicht. So. Da drüben. Hä? Was machst du da? Na, da war unter der. Es gab einen Bug, dass unter den Douglasien der Vanilla Dirt wächst. Irgendwie. Ach so. Hast du nachgeguckt? Ja, habe ich jetzt gerade. So. Ach so, warte mal, die Hoe? Hat die nicht irgendwie so neue Modi oder so? Ja, angeblich hat die neue Funktion. Aber vielleicht habe ich eine alte oder sogar. Hä? Ist das sogar eine Vanilla hier? Kann das sein? Das weiß ich nicht genau. Stone Hoe? Nee, wenn Stone ist da. Oder obwohl.
weiß es nicht. Man weiß es nicht, man weiß es nicht, man weiß es wirklich nicht. Also 1, 2, 3, 4. So, ach kacke, ich bin ein... Ach. Und es, ja, irgendwie hat die neue Funktion. Ich weiß noch nicht, wie man die... Ach ja, guck da rechts unten, zeigt es jetzt auch so ein Fensterchen, siehst du das? Hä? Oh ja. Nur, ich weiß nicht, wie ich die einschalte. Mit B nicht, wie beim Chisel? Nee, beim Chisel ist es B. Ich weiß, aber ich will jetzt nicht alle Tasten drücken. Da müssen wir mal gucken, wie das mit der Hohe funktioniert. Jo, genau. Weil da siehst du nämlich, ob der Boden fruchtbar ist, ob er genug Wasser hat, ob er genug gedüngt ist. Du siehst, ob die Früchte reif sind und solche Geschichten. Das kann man dann mit der Hohe machen. Laude solche Sache da. Ja. Oh, es schüttet aber ganz ordentlich. Ja, ja. Es regnet mal wieder Bindfäden. Aber es ist gut. Dann wird hier wenigstens alles schön. Ja. Ich habe schon überlegt, ob wir nicht mal unseren Schacht irgendwie, unseren Minenschacht nach hier verlegen sollen, weil hier waren wir ja bisher immer recht erfolgreich eigentlich. Oder? Was so die Produktion von Kupfer und Kram und so. Ich hab jetzt gerade... Vielleicht sollten wir hier einfach einen Minenschacht anlegen. Ja, vielleicht, ja. Weil hier muss ja irgendwo im Umkreis muss es ja sowohl Kupfer als auch Bismut geben, ne? Jo. Irgendwie irgendwas, ja. Man weiß, achso, ja, 25 mal 25 ist dies los, nicht wahr? Ja, eigentlich schon. Ach, jetzt super, jetzt habe ich es natürlich ja, schon verpackt. Okay, so. Knusper. Knusper, Knusper, Knuspertimsche. Oh, ich musste auch mal wieder was essen. Ich bin bestimmt ganz, ganz hungrig. Ganz wuschig im Gehirn. Komm mal rein ins Haus, da sind wir nämlich schön geschützt vor dem Regen. Ja, weißt du, was wir jetzt noch machen können? Was denn? Da bin ich jetzt noch dafür. Ich habe keinen Bock mehr auf ungebetene Gäste auf unserem Dach. Ja. Ach, Mann. Und deswegen bin ich absolut... Dafür, unser Dach zu beleuchten. Ja, da brauchen wir halt erstmal wieder eine Lalaleiter dafür. Oder eine Treppe Pä. Aber eigentlich wollte ich eine Treppe Pä machen, aber... Entweder ich habe das Rezept nicht mehr im Kopf und bin zu blöde, oder es funktioniert aber nicht. Treppe. Das war einfach so, ja, ne? Ja, ja. Eigentlich ist die einfach so hier. Ja, genau. Und jetzt die drei noch halt, ne? So war es ja, doch. Ja. Eigentlich schon, ja. Ja, mei, dann ist halt, dann geht das nicht. Hast du noch Sticks, Sticky Timsche? Sticks habe ich noch 5, ja. Oh je, das wohl reicht. Oh ja, doch, leider. Ja, 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 da. Ja, das reicht aber gerade halt. Das sind mal 3 Stück, ja. So. Okay. Wollen wir hier eine Außenleiter oder eine Innenleiter? Eine Außenleiter, oder? Ja. Ja. Ist halt jetzt nicht, naja, gut. Gucken wir mal. Okay. Haben wir eigentlich sogar auch gelesen? Nee. Geht nicht mehr. Hm? Oh je, das reicht nicht. Oder? Ah doch, reicht gerade. Naja, dafür habe ich jetzt natürlich keine Fackeln. Hast du vielleicht eine Fackeln? Nee, die liegen da hinten irgendwo im Wald. 11 Stück davon. Wir sind so klug. Wir sind so klug. Aber hallo. Oh Mann. Oh man. Ach so, ja klar. Sticks haben wir natürlich auch keine. Ach Mensch, nee, oder? Jetzt hier muss ich irgendwo noch hier. Dings da. Bäume kloppen. Ja, so ein bisschen hier. Ne? Ah, da kommt schon was. Da kommt schon was. Was ist denn das da für ein kleiner Harald, den du da oben machst? Ich hab keine Ahnung, Tische. Ah, und ich... Oh. Der Zombie läuft durchs Blumenbeet. Oh, Hilfe, Creeper. Ah ja, ist hinter dir her. Hast du ein paar Stöckchen bekommen? Ja. Wir bräuchten halt auch mal so ein Innenfeuer, nicht wahr? Das ist ja jetzt auch wieder dumm. Ja. Können ja, wir nicht... Ja gut, noch ist unser Schuppen halt nicht von hier erreichbar, gell? Der Schuppe? Nee. Genau. Ach so, aber wir können auch hier zur Not halt mal... Ach so, hier ist halt... Warte mal, komm, lass uns doch hier mal geschwind jetzt hier in der Ecke das eine Ding halt wegkloppen. Und dann Feuer machen, meinst du? Jo. Oder? Klingt nach dem Plan, ja. Ach so, und dann haben wir... Wenn es denn klappt, ja, klappt, haben wir noch genau ein Stöckchen, das wir jetzt zu 2 Fackeln verarbeiten können. Oh, oh Gott, sind wir klein unterwegs, ey, ja, Wahnsinn. Ja. Okay. Big ist anders, gell? Naja, gut, naja. Immerhin 2 Fackeln halt, ja, oder? Ja. Ist besser wie nix. Würde ich auch sagen. So. Ach, Welt. Warum warst du so gemein zu uns?
Ja, wir sind einfach zu unfähig für die Welt. Ja, so. Schon besser. Blöde Welt, du. Hast uns vorher eingeschenkt heute. Ja, aber hallo. Blödes Leben, die Welt ist ja nicht schuld. Nein. Naja, gut, Käse. Dann, ja, es war trotzdem unterhaltsam, fand ich irgendwie. Spannend. Ja, ja, es war ganz lustig, ja. Ja, auf jeden Tat. Okay, Tobria. Gut, dann, würde ich sagen, ja, vielleicht bis zum nächsten Mal, oder? Absolut, Tempel, bis zum nächsten Mal. Gut. Ciao, Käsebrotfreund. Tschüss, Tippsche. Tschüss, Welt. Ciao, liebes Publikum. Pew.